In Gaisburg läuten die Glocken und die Menschen strömen in die Kirche. Allerdings nicht zum Gottesdienst. Heute ist Tag des offenen Denkmals und hier erwartet die Besucher gleich nicht nur ein Orgelkonzert. Pfarrer Wolfgang Marquardt erklärt auch, was es hier zu sehen gibt. Die Kirche ist nämlich nicht einfach nur Kirche. Die Gaisburger Kirche ist 105 Jahre alt und wurde gebaut von Martin Elsässer, dem berühmten Architekten, der auch das Wagenburg-Gymnasium gebaut hat, die Markthalle in Stuttgart, vieles andere. Und sie ist eine Jugendstilkirche, neoklassizistische Formen, aber viele Zitate aus allen kunstgeschichtlichen Epochen. Insofern eine ganz besondere und einzigartige Kirche. Ganz besonders zum Beispiel die Wandbilder von Käthe Schaller-Herlin, die die ganze Geschichte der Welt zeigen, von der Schöpfung über Christi Geburt bis hin zur Auferstehung an Ostern. Jugendstilelemente sind allgegenwärtig und doch sieht man sie erst beim zweiten Hinsehen, wie beispielsweise den Hund an der Wand der Empore. Dazu kommen die Bildhauereien an Altar und Taufstein von Christian Schäufele, gehauen aus Schwabenstein aus dem Nördlinger Ries und die sogenannte Stereoorgel, die von links und rechts des Altars die Gemeinde beschallt. Ein ganz besonderes Highlight ist außerdem der Ausblick von Kirchturm. Von hier aus sieht man Gaisburg und Gablenberg, Bad Cannstatt und bis weit ins Neckartal Richtung Esslingen. Eigentlich, denn bis 2011 war es öffentlich zugänglich, dann haben wir den Kirchturm saniert und dabei festgestellt, dass die Geländer zu niedrig sind für die offiziellen Sicherheitsbestimmungen. Wir hätten gerne und auch die Bevölkerung, dass der Turm wieder zugänglich ist. Dafür braucht es aber neue Geländer für rund 50.000 Euro. Bis die zusammenkommen, ist der Turm erst einmal gesperrt. Und wie ist es so, in einem Denkmal zu arbeiten? Wunderbar, es ist eine Ehre, ein Privileg. Ich bin jetzt seit 8 Jahren hier Pfarrer und muss sagen, ich entdecke immer noch neue Kleinigkeiten an der Kirche. Uns fällt dann auch noch etwas auf. Ein uralter Taufstein steht im Foyer, gebaut 1584 aus der alten Dorfkirche. Wurde hier etwa einst ein altes Denkmal abgerissen, um eine schöne neue Kirche zu bauen? Nein, die alte Kirche ist auch viel zu klein gewesen. Zur Jahrhundertwende um 1900 rum ist die Bevölkerung hier, hat sich verzehnfacht durch die Industrialisierung. Man brauchte also schnell eine große neue Kirche. Auch an anderer Stelle, also hier auf diesem Bergsporn, die neue Kirche ist schon besonders auch von der Lage her, ist die alte Brandwache hier. Wer die Gaisburger Kirche außerhalb der Gottesdienste einmal besuchen möchte, hat einmal im Monat Gelegenheit dazu. Immer am ersten Sonntag gibt es um 14 Uhr eine Führung. Außerdem können Einzeltermine über das Gemeindebüro vereinbart werden.